Und das war unser Tag aus Stuttgart. Morgen nach dem Spiel natürlich auch noch aus dieser wunderschönen Stadt, die endlich Sonne hat. Bis morgen. Ihr habt es verdient. Danke. Wir können bis morgen. Ah, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Ja, ich Marv. Ich muss mich auch. Ich kann mich kaum. Ich mach schon mal. Erzähl doch mal was von Musik. Diese EM. Wir suchen ja den EM-Song 2020. Na, eigentlich suchen wir ihn nicht, aber er kommt zu uns. Er hat uns gefunden, muss man sagen. Zwei Inder, die in Hamburg Taxi fahren und mittlerweile als Sänger. Ja. Durchstarten. EM in Deutschland wird sehr farbenfroh. Die YouTube-Klicks halten sich noch in Grenzen, aber Handyvideos vom Gesang dieser zwei Brüder aus Hamburg fluten gerade die Timelines. Viele, die das hören, finden, der Bollywood-Style dieser EM-Hymne steht der deutschen Fankultur sehr gut. Lovely Monty, vertrauen die Jungs, Lovely Monty. Eigentlich sind Lovely und Monty Taxifahrer. Vor 36 Jahren sind sie aus Nordindien eingewandert. Dreimal waren wir Meister, dreimal waren wir Meister. Jetzt muss wiederholen, Heimvorteil. Heimvorteil sollen wir nutzen, alles gewinnen sollen. Diese EM. Als Bangu Brothers mixen sie indische Popmusik mit deutschem Fangesang. Tausende liken und kommentieren das und sind voller Anerkennung. In Deutschland. Unsere Jungs, die werden Spiele parken. Diese EM. Wir sind schon im Fieber, weil wir kennen sie nicht. Auch schon länger. Die waren bei der letzten EM in Frankreich. 2016? Auch am Start. Und nicht nur das, sondern bei uns hier auf dem Sofa. Fußball ist eine Sensation. Beste Beispiel für Integration. Verboten. Fußball ist eine Sensation. Beste Beispiel für Integration. Lovely nimmt Deutschland als Vorbild. Er muss gewinnen jetzt. Hast du gesagt, lache nicht. Deutschland, hoi, hoi, Deutschland, hoi, hoi. Man sieht an unseren Gesichtern, es war eine Erscheinung. Die sind uns passiert, die beiden. Klingt auf jeden Fall ziemlich ähnlich, ne, wie das, was die da jetzt gemacht haben. Weißt du? Diese EM. Ja, ich fand aber auch, lache nicht zwischendrin. Also es ist, du kannst jeden Text einfügen, den du möchtest. Ehrlich. So, auf ein gutes Spiel, auf einen tollen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen früh. Tschüss. 3-1 Deutschland. Yes. 3-0. Tschüss. Tschüss.